In diesem Video sehen wir etwas, was uns jeden Tag begegnen kann, ein Fragebogen. Hier kommen verschiedene Fragen zu verschiedenen Daten über euer Leben. Nummer 1. Ihr Alter. Unter 15 Jahren, 16 bis 25 Jahre, 26 bis 35 Jahre, 36 bis 50 Jahre, 51 bis 65 Jahre, über 66 Jahre. Ihr Geschlecht, männlich oder weiblich? Ihr Beruf, Landwirt, Künstler, Angestellte, Beamter, Freiberufler, Lehrer, Arbeiter, Student, Schüler, Rentner, Arbeitsloser. Viertens, Ihre Bildung oder Ausbildung. Grundschule, Hauptschule, Realschule, Abitur, Universität, Bachelor, Master. In diesem Formular geht es eigentlich darum, herauszufinden, was Sie gerne lesen und wie. Daher die fünfte Frage. Fünftens, wie lesen Sie? Nie, selten, gelegentlich, täglich, mehrmals täglich, unterschiedlich oft oder wenn ich Zeit habe. Sechstens, wo lesen Sie? Zu Hause, an der Arbeitsstelle, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bibliothek, im Café, an verschiedenen Stellen. Siebtens, wo kaufen Sie uns? Abonnement, im Geschäft, am Kiosk. Ich bekomme sie umsonst. Achtens, hatten Sie Schwierigkeiten, uns zu kaufen? Ja, nein, nie, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg, in Südtirol, in einem anderen Land. Welche Wissensbereiche interessieren Sie? Internationale Politik, nationale Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft, Europäische Union, Gleichberechtigung, Globalisierung, Geschichte, soziale Fragen, Zuwanderung, Migration, Bildung, Medien, neue Technologien, Religion, Umwelt, Technik, Gesundheit und Medizin, Recht und Justiz. Zehntens, welche geografischen Regionen interessieren Sie? Deutschland, deutschsprachige Region, Nordeuropa, Südeuropa, Westeuropa, Osteuropa, Afrika, Mittlerer Osten, Ostasien, Südasien, Südostasien, Zentralasien, Australien und Ozeanien, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika.
Und die letzte Frage, elftens, mich interessiert oder interessieren lange Artikel, kurze Artikel, Reportagen, Grafiken, Karten, eine abwechslungsreiche Themenauswahl, einfach zu lesende Artikel, komplexe Themen. Danke für Ihre Unterstützung. Viele Themen und Vokabeln waren wahrscheinlich neu. Schreiben Sie doch einfach unten in die Kommentare, was Sie darüber denken. Was lesen Sie? Wo lesen Sie? Und wie? Bis bald.